alles stimmt, was ihr uns hier erzählt. Genau. Von daher werden wir jetzt prüfen, ob das, was auf diesem Zettel steht, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. So now we are always kind of suspicious if you're really not lying to us. So that is why we are now going to just check if everything is correct, what we've written down here. So maybe we just start with a very easy one. I don't know. I think it's Ilgun from Turkey. Ilgun? Is that right? Ilgun? He found Kaya from Poland. Yeah. Okay, and we are doing this Michael Jackson Remembrance Day. Oh! Oh. Of course, more. Of course. The song is 350 long, so prepare yourself. You don't even have that much film on your camera, so. Just knock the camera down anyway. Okay, very good. We'll sing a short song for you, and these are the people chosen to sing a short song. Coordinating Carsten Lucke, Mr. Organizing. Wir wissen nicht, was macht. Okay, dann haben wir zuerst das internationale Combo mit passend zur Jahreszeit. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Euch mal filmen. Okay. Woher kommt ihr? Woher kommt ihr? Aus Litauen.
aus Litauen. Sprecht ihr alle Deutsch? Ein bisschen. Sprecht ihr besser Deutsch oder besser Englisch? But Editha, your teacher says you should talk German when you are in Germany. Oh, das ist schlecht. Das heißt, ihr sollt lieber Deutsch sprechen oder better English? War von euch schon mal jemand hier? Have you been here before? Yeah. I remember your face. And who else? Me and... You too? Yeah. And you've been here too? Mm-hmm. When? Last year? 2 years before. Did you remember me? Das heißt, seid ihr jetzt bald mit der Schule fertig? Nein. Warum nicht? Noch ein Jahr. Ein Jahr noch? Ja. Also nächstes Jahr seid ihr fertig, ja. 2012? Ja. Ah, okay. Und ihr wolltet jetzt in den Computerraum gehen? Ja. Aber kurz. Ganz kurz? Ja. Okay, wir treffen uns. In 5 Minuten müsst ihr fertig sein. Ja. Okay. Was im Basketball gehört. Wann mal? Nenne dein Geliosen. Nenne dein Geliosen. Kardeşim var mı? Prozent der Gesamtbevölkerung sind am meisten 36- bis 45-Jährige in Freiwilligendiensten vertreten. Und das liegt daran, weil die so im mittleren Alter sind und sich an ihren Job gewöhnt haben und dann nebenbei noch was machen wollen. Ja. Und die meisten dieser Leute, die in irgendwelchen freiwilligen Bereichen tätig sind, sind im Sportbereich tätig, als Trainer oder überhaupt irgendwie im Sportbereich.
euch zwei Volkstänze zeigen. Danach schließen Sie sich an. Danach schließen Sie alle Augen an. Erster Tanz heißt Block Gottes, zweiter Tanz heißt ganz